Das kann ich leider auch nicht sagen, das weiß ich auch nicht. Ich bin auch Moslem, ich bin auch nicht kriminell. Ich denke mal, es liegt an Mensch, an Ja, Mensch. aber du bist nicht die Moslems, du bist ja ein einzelner Moslem. Ja, ich bin, sag ich mal, ein bisschen chilliger Moslem als die anderen, sag ich mal. Ne? Ich passe mich halt an Deutschland an. Ich bin zwar nicht hier geboren, bin hier aufgewachsen, bin jetzt in die Schule gegangen, arbeite ja auch und alles. Ne? Hab nicht mal eine, war nicht mal, hatte nie was mit der Polizei zu tun gehabt, sag ich mal. Aber siehst du das Problem, dass viele Muslime kriminell sind? Ja, die Frage ist, ja, es kommen auch viele rein, aber die Frage ist halt jetzt nur, wie soll ich das denn beantworten? Ich denke mal, es wird auch ein bisschen in Vordergrund gestellt von den Medien auch, dass auch viele. Von Medien wird in den Vordergrund gestellt, dass Moslems kriminell sind. Ja, es ist. Wieso, genau das Gegenteil ist der Fall. Medien verschweigen oft die Herkunft. Verschweigen die Herkunft und wollen nicht die Herkunft und wollen nicht den Namen nennen, damit eben nicht deutlich wird, dass viele Muslime kriminell sind. Danke, Juliano. Also Danke. es war ja immer schon so, dass es im alten Nachrichten meistens nur umgedreht wird oder halt zu wenig oder zu viel erzählt wird, sage ich mal. Soll ich das denn erklären? Ohne dass es falsch verstanden wird, sage ich mal. Wo, in welcher Stadt ungefähr wohnst du in Deutschland? Niedersachsen. Niedersachsen, okay. Wie sieht's aus in Hannover, Braunschweig? So, die größten Städte Niedersachsen. Hannover, Braunschweig. Wer ist da kriminell? Wer ist da aktiv? Wer sorgt dort für Unsicherheit? Ja, laut den Laut. Medien natürlich die Ausländer, ne? Wenn man Ja, aber ganz was ehrlich hat denn, antwortet. warte, nicht laut den Medien. Fahr selbst hin nach Hannover, fahr hin und schau dich mal an, schau dich mal um und dann siehst du Asylanten, die und Ja, hauptsächlich muslimische Migranten, die dort aktiv sind, zum Beispiel. wenn ich da auch umguck, siehst du auch nur 80% Migranten. Ist ja kein Wunder, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auch Ist auch Ausländer, ein sag ich mal, Problem. mit Ist dabei auch sind ein halt, Problem. ne? Ist auch ein Problem. Danke, Smoogie. Ist auch ein Problem. Neben der Kriminalität, mir geht es nicht nur um Kriminalität, allein schon, dass da, wie du sagst es selbst als Moslems, 80% man nur Migranten sieht, da fängt das Problem ja schon an, dass viel zu viele Ausländer, zu viele Migranten und vor allem zu viele Moslems dort sind. Danke, Imam. Schau mal, wir Aber haben die ja Arbeit, offizielle aber die Kriminalstatistiken. Arbeit. Wir haben ja vom BKA offizielle Statistiken, wie viele Kriminaltaten verübt werden jeden Tag. Und in allen Sparten, in ausnahmslos allen Sparten, sind Ausländer, Migranten überrepräsentiert. Das ist Fakt. Bei den Messangriffen, bei den Gruppenvergewaltigungen, bei allen sind die Deutschen nicht wirklich auffällig und die Migranten schon. Das ist Fakt und das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit hier. Das liegt auch an der Aktivität, wie hoch die ist. Wenn du sagst Hannover, gibt es viele Ausländer, die arbeiten ja auch dort, sehr Quatsch, hör viele doch auf. Guck mal, Gegend. erkenn doch Selbstverständlichkeit mindestens mal so diese Statistiken an. Erkenn doch mal mindestens diese Statistiken an und sag, dass das ein Problem ist. Oder bist du so realitätsfern? Ich bin auf deiner Seite. Ich sage nicht, dass es nicht falsch ist. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich bin auch bei euch mit. Ich sage nur halt, in der Stadt, zum Beispiel Hannover, sind 98% Aktivität von Ausländern. Denn die Wahrscheinlichkeit hat sehr hoch. 98 Und einer Prozent in von denen. Hannover sind Ausländer. Wo lebst du denn? Was? 98% der Leute in Hannover sind Ausländer. Wo bist du denn geboren? Ist doch Quatsch. Ich glaube, du verwechselst Hannover gerade mit Antalya oder so. Also 90%, ja, wenn du so aus dem, ich kenne nur die Gegend von Hauptbahnhof, siehst du halt viele Dönerbuden, viele Autos rumlaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch. Die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal. Übrigens, heute habe ich gelesen, Hannover hat ja einen türkischen Bürgermeister und der will jetzt eine Migrantenquote einsetzen in der Verwaltung. Dass also eine gewisse Anzahl, ich glaube 30% Flüchtlinge, glaube ich sogar, oder allgemein Migrationshintergrund, danke Juliano, haben müssen und dort angestellt. Und hier fängt das Problem an. Warum verdammte Scheiße bekommt einer einen Job bei der Stadtverwaltung, nur weil er ein Migrant ist und nur weil der türkische Bürgermeister das so entschieden hat? Warum brauchen wir 30% in der Verwaltung? Für was? Können die besser lesen? Sind die intelligenter? Wozu braucht man die dann? Erklär mir Wo das. ist denn das Problem, wenn das gewählt worden ist, demokratisch, sage ich mal? Er wurde wahrscheinlich gewählt, oder nicht? Dann wird er gewählt, denke ich mal. Dann wird es halt demokratisch Du von den sagst, Bürgern warte mal, gewählt. ich sag dir, wo das Problem ist. Ich sag dir, wo das Problem ist und die Schwäche der Demokratie. Du sagst selbst, dort sind 80%, 90% Migranten.
Also, von wem wurde er gewählt? Wenn eine Mehrheit von Migranten die Bevölkerung stellt, ja, dann gewinnt auch der Kandidat, der im Interesse der Migranten agiert. Und dann gewinnt ein Türke Bürgermeister, danke Jenny, und dann wird ein Türke Bürgermeister und nicht ein Deutscher. Aufgrund dieses Bevölkerungswandels, und du weißt, Migranten wählen nicht, wer ist am besten für Deutschland, wer ist im deutschen Interesse, sondern sie wählen, wer ist für uns Türken der Beste, wer ist für uns Moslems der Beste, wer ist für uns Araber der Beste. Und das führt dazu, dass Türken und andere, und er ist eh sehr zweifelhafter Typ so, dass solche Bürgermeister werden. Und das ist das Problem. Du hast doch selbst gesagt, es gibt eine Mehrheit von Migranten und Ausländern dort. Ja, von Ja, denen wird gewählt. das sage ich auch. Das sage auch nicht, dass es falsch ist. Ich sage auch, dass du auch natürlich auch recht hast mit dem, was du sagst. Aber so entwickelt sich jetzt nun mal das Ganze. Es geht halt nur Ja, jetzt schneller da, ne? ich stelle mich dagegen. Ich sage nicht, ja, so entwickelt sich das und schön und gut, sondern die Leute müssen aufgeklärt werden, die Leute müssen aufwachen, die Leute müssen sehen, was draußen passiert und sich dagegen wehren einfach. Ich bin Also, kein Thema, nicht auf Scheiße zu erzählen. Ja, ja, was? scheiß auf die Kommentare. Also wie gesagt, ich will halt sagen, ich bin auf eurer Seite bei den meisten Fällen. Ich sage nicht das Falsche. Ich sage, ich selber als Moslem habe auch Angst, wenn ich jetzt nach Hannover fahre oder mal nach Ja. Hamburg fahre, dass ich da Ja, auch aber Angst. warte mal, warte mal. Warum hast du Angst? Aus welchem Land kommst du ursprünglich? Ach, Türkei. Türkei. Und Ja. du siehst wahrscheinlich auch türkisch aus. Ich weiß nicht, ob das dein Profilbild, ob du das bist, aber Ja, du ja. siehst türkisch aus. Du musst nicht so sehr Angst haben, weil als mit türkischem Aussehen wirst du eher in Ruhe gelassen. Schau, ich sehe auch nicht gebürtig deutsch aus. Ich habe auch keinen Stress, wenn ich unterwegs bin in NRW oder sonst wo. Aber als deutsche Frau, als blonde deutsche Frau oder als blonder deutscher Junge, ja, oder als deutscher Geschäftsmann, der irgendwie nach Geld aussieht oder sowas. Ja, die müssen Angst haben, die haben Angst. Bei mir traut sich keiner, mich auszurauben oder sonst was. Oder bei dir sehen, ja, Türke und so weiter, lassen sie dich in Ruhe. Aber bei anderen, ja, bei anderen, bei denen wird es gefährlich. Bei den Einheimischen, bei den Deutschen, bei denen wird es gefährlich. Also bei den Deutschen, also ich sage es mal so, bei den Frauen ist wahrscheinlich, die Frauen ist die Wahrscheinlichkeit größer, sage ich mal jetzt von einer Schwester oder von einer Familie. Ich hab jetzt mich gesprochen, ich meine jetzt halt Familie als mich, habe ich gesagt, ne? Eine Familie, also eine Schwester, jetzt würde ich jetzt auch nicht alleine, sage ich mal jetzt, in Ja. Hannover oder Hamburg Ja, alleine siehst du. rumlaufen lassen, ne? Ja, Als und Frau, sage ich mal, übrigens, ne? ja, Noch mal übrigens. und das sogar noch als Gast, ne? Du hast die Leute, die hierher kommen, sind Gäste, sie verlangen Schutz, die wollen Flüchtlinge sein, die möchten alles Mögliche sein. Und der Gast, der hierher kommt, der Obdach bekommt, der Geld bekommt, der Essen, Trinken bekommt, dieser Gast verhält sich wie der letzte Drecksack in den meisten, in vielen Fällen, ja? Ja, Mach ist das auch mal in richtig. anderen Ländern. Mach das mal in anderen Ländern. Geh mal nach Und Thailand hör oder so und zu. benimm dich mal scheiße den Thailändern gegenüber. Die würden dich lynchen. Und hier verlangt man sogar noch so Toleranz für die Täter. Ein auf vier, ja, wir müssen auch die Täter verstehen. Vielleicht haben ja wir als Deutsche, als Gesellschaft versagt. Absurd ist das doch alles, Freund. Und die Sache ist, es trifft jetzt auch immer mehr normale Migranten. Heute habe ich gelesen über diesen Killer, danke Juliane, über diesen Killer, der das 14-jährige türkische Mädchen abgestochen hat. Der wollte nach Äthiopien heiraten und das haben sie nicht zugelassen. Und dann hat er ein Messer genommen und wollte eigentlich die Leute, die Verantwortlichen, die ihm das verboten haben, dorthin zu fliegen, wollte abstechen und ist auf dem Weg dorthin, hat er sein Messer gerade eingesteckt und dann hat diese 14-jährige türkisches Mädchen auf dem Weg zur Schule mit ihrer Freundin das gesehen und er hatte Angst, dass sie zur Polizei rennen und ihn anzeigen oder halt zur Polizei rennen und alarmieren und sein Plan zunichte geht. Und er ist hingegangen, hat auf sie eingestochen. Ein Mädchen, die Freundin konnte weglaufen und ich habe ihren Namen vergessen, Etze oder Etche oder sowas, 14 Jahre, Alevitin, Türkin. Er hat sie gestoßen, sie ist runtergefallen. Dann hat er ihr in den Rücken gestochen und in den Hinterkopf gestochen und sie ist nachher in Ulm im Krankenhaus gestorben. Ein 14-jähriges türkisches Mädchen, abgestochen auf dem Schulweg von so einem ekelhaften Punkt, 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 Alter, um nicht Beleidigungen zu benutzen, für gar nichts.
Für gar nichts einfach. Und deswegen müssen auch Migranten Angst haben. Überleg mal, ein Ich habe auch 14-jähriges Angst, davor habe ich auch Angst. Ich zeige gar nicht, dass es falsch ist, ne? Ich habe auch Angst. Ja, aber Warum nicht? die meisten Moslems sind passiv. Ja, interessiert mich nicht. Ja, meine muslimischen Brüder, Syrer sollen reinkommen, afghanische Brüder sollen reinkommen. Die meisten Moslems stellen sich nicht gegen die Massenmigration, sondern ja, das sind unsere Geschwister, wir dürfen nicht für sie sein, wir dürfen nicht gegen sie sein. Und dann stellen sie sich gegen die deutsche Bevölkerung, gegen die nicht-muslimische deutsche Bevölkerung und auf Seiten ihrer afghanischen, syrischen, irakischen Asylantengeschwistern. Und genau das ist das Problem. Ja, ich bin auch bei dir, da sag ich auch nicht falsch. Es gibt solche Leute, und ich bin auch dafür, dass man da auf, sag mal, die Grenze ein bisschen mehr darauf achtet, wer reinkommt und wer halt rausgeht, sag ich mal, ne? Aber trotzdem, du siehst ja, wo das eher passiert. Ist es eher der Ümit und eher der Ahmed und eher der Mahmud oder ist es eher der Fridolin und der Udo und der Mike? Verstehst du, was ich sage? Es ist Ich eher sag, eine Richtung als die andere. Das ich heißt also, sag. die Wahrscheinlichkeit, dass von einem Afghanen Gefahr ausgeht, ist immens höher als die Wahrscheinlichkeit, die von einem eventuell Deutschen oder Schweden oder Norweger ausgeht. Alles andere, wenn man was anderes behauptet, ist man realitätsfern. Ganz einfach. Okay, Rambo, hat uns gefreut. Dir alles Gute. Du hörst dich eh sehr vernünftig an und schönen Abend Ja, noch. danke fürs Gespräch. Euch noch viel Ja. Spaß. Ciao. Jo, gut, mein Lieber. Hallo. Hey, lieber Irfan, ich habe mal eine Frage, Alter. Was ist, Wieso Alter? hättest du eigentlich? Wieso Stell hättest dir du? eine Frage, Alter. Wieso Was? hättest du? Du bist doch selber Kanake, Alter. Du bist kein Deutscher, du wirst niemals Deutscher sein. Du bist nichts, Alter. Du bist ein Volksverräter. Du hast dein Volk verraten, deine Religion, Alter. Jetzt machst du einen auf Deutsch, Alter. Dann warst du noch beim Faust, wie heißt das Du Ding? bist auch aus Bei dem Sanjak, ne? Burgfaumann. Du bist ein Verräter, Alter. Wer hört schon auf einen Verräter? Sag mal. Bist du Sanjak? Bist du aus Sanjak? Was für Sanjak? Was weißt du schon über Sanjak, du bärtiger irgendwas da unten, Alter? Ich weiß mehr als du. Ich weiß so viel über Sanjak wie du über das anale Fisten von Männern. Also sehr viel. Soll ich dich mal fisten, oder du Fettsack mit Bart, Alter? Nein, Mann, das Mach willst du mal niemals Kamera bekommen. an. Mein Mach Arschloch mal ist eine Schau auf, Hetzen provozieren, das Einbahnstraße. könnt Das ist ihr. eine Nur Hetzen Einbahnstraße, und hast mich verloren, provozieren. Ekelhafter. Ich weiß, Mach du mal willst einen Kamera an, du provozieren. Großmaul. Mach mal Kamera an, du Großmaul. Was Mach für an. Kamera? Du brauchst mich Mach nicht an. sehen, Alter. Mach Wieso? an. Komm, ich Bist du frag so dich nochmal. hässlich? Kannst du nicht Mach antworten? Wieso an. hättest du? Wieso hättest du? Warum? Du weißt warum? Weißt warum? Weil Leute wie du Abschaum sind und ich diese Leute raushaben will. Und deswegen hetze Aus ich. was? Da musst da, du Mach kommst mit Kamera an. uns. Du kommst mit uns. Du bist kein Arier, du bist kein Franz, du bist kein Stefan, du bist kein Deutscher, du bist kein Bayer, du bist ein Stück Dreck, Alter, du bist ein Hetzer. Adolf hätte dich vergast, Alter. Der Ey, nächste Adolf, du der bist kommt, dumm wie der wird dich Scheiße bist du, Alter. vergasen. Du bist dumm wie ein Stück Scheiße. So dumm bist du, Mann. Ja, so ein Hurensohn. Alter, was für ein Vollidiot. Glaubst du echt, der war aus Sanjak oder was? Ich habe das Gefühl gehabt, weil er dich Verräter genannt hat. Du bist ein Verräter, du bist unser Verräter, was Ja, auch immer gut, so ist. er hat Sanjak gut ausgesprochen, so vom Dings her. Ja. Deswegen kann schon sein, dass der aus Sanjak war. Oh, jetzt kommen Goldstücke um diese Uhrzeit. Vor 12. Vor 12 werden die Hyänen wach. Jetzt werden die Hyänen wach. Danke, Julian, und danke, Björn. Holen wir mal ein paar Goldstücke Freunde, rein. alle Danke. tippen, alle tippen, Freunde, alle tippen. Ich bin schon ganz heiß, alle tippen. Tipp. Hallo, 300.000. hallo. Ich bin schon voll heiß für euch geworden. Tippen, Hallo. tippen. Ja, hallo, Ahmed. Du weißt schon, dass Rudolf dich vergast hätte, du Opfer. Rudolf! Ich kacke auf Rudolf, deinen das Kopf. rennt dir oder was? Du Der Vollidiot. Rudolf. Ahmed, du bist so dumm. Volksverräter. Ahmed, du bist so dumm. Du hast nicht mal aufgepasst in der Schule. Adolf, nicht Rudolf.
Ich kann mir nicht den Namen Adolf merken und ich habe in irgendeiner Werbung Rudolf gehört. Ja, Rudolf hätte dich vergast. Junge, hey, schau mal, ihr merkt, wie dumm diese Leute sind. Ihr merkt, wie dumm solche Moslems sind. Merkt ihr, wie dumm diese Leute sind? Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Rudolf und Adolf. So dumm muss man erstmal sein, nicht mal diesen Unterschied zu kennen. Ein Scheiß hat der Rechte, nichts hat der Rechte. Ihr habt keine Ahnung, Alter. Ihr kennt euch weder aus mit. Ihr kennt euch weder mit. Noch mit Rudolf, noch mit Adolf aus. Mit keinem von beiden kennt ihr euch aus. Rudolf. Hey, woher kommst du? Aus Berlin? Hörret, was ist? Woher kommst du aus Berlin, ja, Karra? Mach mal Kamera an. Mach mal Kamera an. Euer Team. Ja, Wissig. Also, zu feige, er wollte Wissig sagen. Zu feige, um Kamera anzumachen. Junge, was für unterstes Niveau, Leute, Alter. Unterstes Niveau. Unterstes Niveau. So, da hast du jetzt aber echt ein paar richtig gute Surensöhne reingeholt, ey. Richtig cool. Das ist so langsam schon mein Lieblingswort, Surensohn. Da rasten die auch total aus, wenn man das nur ausspricht, ne? Die fühlen sich sofort beleidigt, weil die den Unterschied nicht kennen. Ne? Aber ich habe eine Frage, Irfan. Ja. Als du das eben auch gesagt hattest, ne, mit diesem Bürgermeister da in Hannover, ich habe mich da auch echt gefragt, wie lange dauert das wohl noch, bis es hier wirklich eine rein muslimische Partei in Deutschland gibt. Und dann hier wirklich komplett die Lichter ausgehen. Ich habe da wirklich Schiss vor, ohne Quatsch. Ich sehe das wirklich kommen. Ja, es wird doch kommen. Ja. Und ich verstehe das einfach nicht mit. Was sagst du? Ich sag alle mal auf die Rettungsboote. Ja. Oder auf die Lastenräder, ja. Richtig. Ja. Ich sehe halt auch wirklich einfach die Zeit weglaufen. Ne? Ich habe da wirklich so die Befürchtung, dass sich so eine Partei extrem schnell etablieren würde. Zeit mehr weg, wir haben keine Zeit mehr für Kinder in 20 Jahren. Okay, ja, okay, warte. Ja, weißt du, und der eine, der vorhin vor so einer halben Stunde bei dir hier drin war, ihr Fahrer, ne? Der war ja wirklich so ganz in Ordnung, ne? Dieser Albaner, glaube ich auch. Ne? Pony, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 44. 44. Hast du dich reproduziert? Einmal, ja. Ein einziges Mal. Also war es ein negativ Geburtenratentrend von einem Kind tatsächlich sogar. Ja, aber guck mal, darauf wollte ich auch gerade noch rauskommen. Guck mal, der sagte ja eben auch, ja, daran seid ihr Deutschen ja selber schuld, dass ihr so wenig Kinder bekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber, ich hätte gern noch ein Kind, von mir aus noch zwei Kinder, aber ich kann es mir ganz einfach nicht leisten. Ich kann es mir sowohl zeitlich nicht leisten und ich kann es mir auch einfach finanziell nicht leisten. Und das ist einfach das Problem. Und wenn man das so einen Zeitsprung zurückmacht, in die 60er. Man kann mir nicht erzählen, dass man in Deutschland mit Kindergeld, mit, hier sagt, wie heißt das nochmal, Einmalzahlung, diese Erstausstattung, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, mit den ganzen Zahlungen nee, kann das man sind nicht alle Weihnachtsmann, die in Bangladesch, leben, die in Papphütten in Bangladesch und haben 20 Blagen. Und das kann man mir nicht erzählen, dass ja, man hier aber kann. Wie leben Sie in Bangladesch in Papphütten? Drei Kinder kriegt absolut jeder hin. Jeder kriegt drei Kinder. Das kannst du total vergessen. Nein, kriegst du nicht. Total, doch. Und guck mal, wenn du jetzt eine Familie hast, angenommen, bist verheiratet, hast eine Frau und bekommst dann ein Kind. Das sorgt ja eh schon mal dafür, wenn die Frau das Kind aufziehen will, alleine aufziehen will, was ja früher so zum Beispiel in den 60er Jahren ohne Probleme möglich ist, da war es absoluter Standard, dass eine Familie zwei oder drei, von mir aus vier Kinder hatte. Der Mann ist arbeiten gegangen und es war finanziell und zeitlich möglich, dass die Frau die Kinder aufgezogen hat. Von mir aus auch andersrum, soll mir total Latte sein. Du hattest ein Haus, du hattest ein Auto und du konntest zwei, dreimal im Jahr im Urlaub fahren. Und eine sichere Rente hattest du auch. Das war damals total problemlos möglich. Das kannst du heutzutage sowas von knicken. Das kannst du total vergessen. Wenn du dir das alleine schon in diesem Haushalt leisten willst, dass ein Elternteil zu Hause bleibt, nicht arbeiten geht und das Kind aufzieht, das
bisschen, was du an Elterngeld bekommst, das ist ein absoluter Witz. Teilweise musst du als Mann verdienen? Wie viel musst du als Mann verdienen, dass deine Frau zu Hause mit den Kindern... Und lass mal Kindergeld, 200 Euro und so. Eben, so das sind so Peanuts. Elterngeld, 300 Euro im Monat. Kindergeld, 250 Euro im Monat. Das sind 550 Euro pro Kind. Plus Erstausstattung, was man da bekommt. Doch, glaub es mir, der deutsche Staat... Ja, aber dann frag dich doch mal, warum die hier hinkommen und hier... Ist der deutsche Staat nicht schlecht. Er hat noch diese Reste, die sind nicht schlecht. Und das ist einer dieser Reste. Und das ist nicht schlecht. Und jetzt gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus, also von Hartz IV oder wie heißt das jetzt? Bürgergeld. Gehen wir mal vom Bürgergeld aus. Wie hoch ist das? 500 Euro oder so pro Person? Sagen wir mal, beide Elternteile, Taui, die Wohnung wird finanziert, dann das Kind kriegt ja auch noch Geld, dann die ganzen Zahlungen. Nein. Guck mal, das bekommst du dir auch bezahlt, wenn du hoch Bürgergeld bist. Das bekommst du auch nicht, wenn du weiter in Arbeit gehst. Augenblick, mein Lieber. Dann hast du diesen deutschlandweit gültiges Ticket hast du dann auch nochmal, dieses Zugticket, Busticket, was auch immer, 50 Euro im Monat. Raushauen. Die einzige Sache. Was willst du mit Deutschland? Willst du wie so eine syrische Großfamilie mit drei Kindern dich durch den Zug schleppen, wo die Toilette verstopft ist, wo die Klima nicht funktioniert und so willst du reisen durch Zug mit Deutschland-Ticket? Du brauchst ein Auto. Du musst das Auto tanken, du musst das Auto kaufen, du musst Versicherung zahlen, Steuern zahlen, Reparatur. Kriegt man alles hin, alles kriegt man hin. Du, das kannst du total vergessen, ohne Quatsch. Das sind nur Ausreden. Nein, das sind keine Ausreden. Okay, weißt du was, Pony Kotze, weißt du was, du hast recht. Machen wir einfach gar keine Kinder, akzeptieren wir einfach die Situation. Scheiß drauf, schwamm drüber, machen wir einfach gar keine Kinder mehr. Überfremdung, herzlich willkommen, alle rein, komm. Was ist das denn? Wir brauchen noch eine Lösung. Und immer der Augen. Man kriegt das nicht hin. Ich will mehr Geld. Ist doch Schwachsinn. Wir brauchen Lösungsvorschläge und Lösungsansätze. Wir brauchen Lösungen, Freunde. Das geht so nicht. Ja, eben. Richtig. Wir gehen halt. Wie soll man das wäre ja eben auch der Punkt, dass man vielleicht mal aufhört, zig hunderte Milliarden ständig ins Ausland zu verscheppern und es zum Beispiel viel attraktiver zu machen, dass Deutsche auch wieder mehr Kinder bekommen. Das ist ja nicht so, dass Leute, die impotent sind und keine Kinder kriegen können. Die können es sich einfach nicht leisten, ganz einfach. Machst du in Ausreden mit Hobbys? Der Gerald, wie soll man seinen Hobbys frönen, wenn man so viel Geld für Kinder ausgeben muss? Welche Hobbys denn? Was meinst du jetzt mit Hobbys? Was meinst du mit Hobbys? Brennpunkturen. Ja. Kostspielige Hobbys. Ja, was ist denn für dich ein Hobby? Fußball gucken? Meinst du, was ist teuer? Irgendwie Sky im Monat oder was? Oder für jeder der andere Hobbys. Egal. Ja, okay, Pony, kurz. Ich hole noch ein paar rein, gell? Ja, mach das. Und jetzt hat sich viele... Wir machen eh nicht mehr so lange. Jo, wunderschönen guten Abend. Jo, hoi, Alter. Alles gut bei euch? Alles super. Auch alles gut. Wenn jetzt der Bluetooth von wie Gerald wieder runter ist, dann ist alles gut bei uns. über welches Thema redet ihr gerade? Ja, über die Photosynthese. Wieder so einer, der denkt, er ist so wichtig, dass man ihm noch Thema erklären muss. Eine Frage. Das geht immer gleich. Wann fickst du wieder mit dem Schnitzenberger, du Hurensohn? Kleiner Fettsack und nimm ab. Das ist wieder dieser Anthrazit. Das ist Anthrazit, der Hurensohn. Das ist dieser Anthrazit, der Bastard. Ich erkenne den Anthrazit. Doch, das ist doch deine Stimme. Ich erkenne sie sofort, Mann. Das ist auf jeden Fall der. Mir scheißegal, ob er das ist. Das ist der größte Hurensohn. Der kommt zu mir und entschuldigt sich ständig immer wieder aufs Neue. Der will mir doch nur an die Wäsche, der schwule Hundesohn. Ich weiß nicht, ob er hat irgendwie andere Stimme gehabt, aber mir egal, ob man sieht. Hallo. Alles Großmäuler. Hallo. Ivan, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn, ich ficke deine Mutter und Stürzenberger seine Mutter auch. Mutter. Aber siehst du, da, so könnte man ja auch wieder mehr Kinder bekommen, ist doch auch eine Lösung. Ja, lächerlicher Humor jetzt aber. Ja, das ist... Ja, wie gesagt, so wenn es so Richtung Mitternacht zugeht, dann wird das hier ein total arabischer Lost Place hier irgendwie. Immer dieselben Pisser, Mann.
Das mir auch geht. Keine Kamera. I'm a food boy. Jo, was geht? Alles gut? I'm a food boy. Genau, so will ich dich haben. Also Irfan, ich bin nicht so wie die anderen, die gerade reingekommen sind, aber was soll ich dir sagen? Also deine Meinung vertrete ich natürlich auch nicht, ne? Aber ich bin nicht so asozial und komm rein und beleidige sofort. Also das ist schon mal raus. Aber hier, Ponykotze, du hast gerade ein Thema aufgemacht. Irgendwas mit Kinderkriegen, Bürgergeld hin und her, ne? Ja, gut, von Bürgergeld habe ich jetzt nicht gesprochen, aber ja, ich aber gesagt, dass Kinderkriegen teuer ist in Deutschland. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Wegerald. Wegerald ist richtig, ne? Wegerald, ja. Wegerald, ja. Also hier, ich habe gerade mitgekriegt, dass das auf jeden Fall hinkommt. Und ich vertrete auf jeden Fall deine Meinung, weil ich habe auch vor Corona 3-4 Jahre lang gearbeitet. Musste Corona-bedingt meinen Job verlassen und jetzt ja, bin ich zu Hause leider und habe danach nochmal... Was für einen Job hattest du? Ich habe als Sicherheitsbeauftragter gearbeitet und dann bin ich halt raus, habe ich wieder irgendwo anders angefangen und jetzt seit knapp, lass mich nicht lügen, 6 Monate glaube ich, bin ich jetzt Richtung Weiterbildung. Also ich mache jetzt eine Weiterbildung und ich kann dir sagen, aus Erfahrungen in den 6 Monaten, ich habe das jetzt selbst erlebt, ne? Ich habe ja ein Auto zu finanzieren, Versicherung zu zahlen, Sprit zu zahlen und ich habe jetzt 2 Kinder und mein drittes Kind kommt in Charlotte jetzt bald auch. Und ich sag dir ganz ehrlich, also wenn du sparsam, wenn du sparsam lebst, dann schaffst du das. Wenn nicht, also wenn du auf Kacke haust hier und da, dann ist das schon ein bisschen. Ja, wenn du halal Billigfleisch kaufst, dann kann man schon durchfüttern, gell? Mit halal Billigfleisch. Also halal, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Halalfleisch ist schon ein bisschen teurer. Halal ist billig ohne Ende. Gehen jede Halal-Metzgerei rein. Ich weiß nicht, wo du kriegst du 10 Kilo Hühnchen, Alter. Das ist nein, ich weiß nicht, wo du dein Fleisch kaufst, aber da, wo ich das herhole. Also ich kauf kein Halal, ich kauf Haramfleisch mit Absicht. Ja, gönn dir. Aber wie gesagt, also das klappt auf jeden Fall. Das klappt auch. So. Ja, ja. Wenn du sparsam lebst, dann geht das schon klar. Aber halt mit dem Auto ist das ein bisschen schwierig. Wieso hast du deinen Job verloren wegen Corona? Wieso verliert dein Sicherheitsbeauftragter wegen Corona seinen Job? Ich kann dir sagen, da waren 6.000 Mitarbeiter, die raus mussten. Wir haben für einen Großkunden gearbeitet, auf einem Kraftwerk. Ne, ist schon ein bisschen groß, ne? Und dich als Moslem haben sie als Sicherheitsbeauftragten gefunden. Ja, ja, ohne Spaß. Irfan, guck mal, ich bin gerade reingekommen. Du bist mal, Unsicherheitsbeauftragter. Guck mal, pass auf, ich bin gerade reingekommen. Ich habe dir gesagt, ich komme rein mit Respekt, dann respektiere mich doch auch. Habe ich irgendwas über irgendeine Religion? Ich weiß, wie du tickst. Du brauchst nur weil du jetzt nicht reinkommst. Nein, das hat nichts mit Ticken zu tun. Ich deine Mutter. Guck mal, ich habe dich wieder angegriffen. Ich habe dich wieder angegriffen, noch beleidigt oder sonst irgendwas. Ich bin ganz cool reingekommen. Ja, aber ich weiß schon, wie du tickst, sobald du so deine Einleitung und bla, kann ich mir schon vorstellen. Aber wieso bist du voller Hass gefüllt gerade? Was habe ich dir angetan, Alter? Ich meine, ich komme hier rein. Oh Mann, Alter, eure Religion, ihr seid Anhänger der Religion des Hasses, Alter. Hört auf. Ja, das ist ja deine Meinung. Und das ist auch vielleicht von der Hand. Nein, es steht im Koran, Alter. Es steht im Koran. Ey, Alter, ich habe jetzt in Ramadan den Koran gelesen. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, da steht gar nichts über Hass. Ich weiß nicht, was für einen Koran du gelesen hast, aber das, was ich gelesen habe, das stimmt nicht. Ich meine, du zählst da voll. Ja, aber ist egal. Du liebst Juden und Christen, oder? Ganz ehrlich, ich habe sogar sehr viele Freunde, sehr viele christliche Freunde. Sehr, sehr viele. Guck mal, eine einfache Frage an dich. Ja, bitte. Aber warte, Freunde, was soll das beweisen? Ich frage dich, liebst du Juden und Christen? Komm mir nicht mit Freunden. Liebst du Juden und Christen, ist die Frage. Ja, sicher. Du liebst Juden und Christen. Al-Kitab nennt man sowas. Man soll die respektieren. Ja, sicher, man soll sie respektieren. Ja, kommt drauf an. Man soll sie als Schutzbefohlene respektieren. Was heißt denn hier, kommt drauf an? Ich meine, guck mal, du vergleichst, ich glaube, du bist gerade auf diese also Richtung, auf diese Thematik, wo was mit Palästin passiert, Israel passiert, hin und her. Ich meine, okay, nichts von Israel erwähnt, wie kommt das? Ja, ich sag dir ja nur, weil das sind Juden, das sind Israel, also hier zum Beispiel jetzt Juden und Moslems, Palästin, Israel. Ich meine, okay, das ist schon jahrelang Krieg herrscht und keine Ahnung, das weiß schon die ganze Welt. Kein Mensch, aber das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja, aber du kannst doch nicht das mit das vergleichen. Laut Koran musst du Ungläubige hassen. Nein, erzähl nicht sowas, Alter. Ich brauch dir gar nicht mehr zu. Wer hat eine Frage? Ja, Ponykotze, glaube ich, du, ne? Ja, Football, einfache Frage. Aber du leitest nicht den Stream, tschüss, Alter. Es kommt hier rein, denkt, der kann hier moderieren hier. Ich hätte ihn jetzt einfach nur gefragt, ob für ihn die Scharia über dem Grundgesetz steht oder nicht. Irfan, ich verabschiede mich, okay? Wir lügen. Willst du kein Match mehr machen? Ich habe keine Stimme mehr, ich kann nicht mehr sprechen, Alter. Die Stimme ist total. Hättest du dich eben mal nicht so aufgeregt über das Kinderthema. Ne?
Nein, ich bin ja schon seit mehreren Stunden online und debattiere auch schon mit Albanern und alles Mögliche. Das war's. Ja, warum hast du dich so verausgabt davor? Alles gut, Mann. Wir haben ja auch schon lange gemacht, Bruder. Wir haben 3 Stunden gemacht oder so. Reicht Ja, doch. okay. Ja, okay dann. Ciao. Okay. Also Gute Nacht. 10-1 hast du verloren, wie ich dir angekündigt habe. Okay, 1-1. gut. Dann. 1-1. Gestern habe ich gewonnen. Ciao. Ja, okay, 1-1. Alles klar. Hä? Bist schon draußen. Keine Suchensöhne mehr. Doch, doch. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich will nicht nach Profilbild beurteilen. Aber hier müsste es mal so eine App geben zum Installieren, dass man so Koran-Bullshit-Bingo spielen könnte. Du hast den Koran nicht verstanden. Die Übersetzung war falsch. Immer dasselbe. Ja, ich mache auch nicht mehr so lange. Hurensohn. Quenson, Quenson, Quenson. Sag's nochmal, aber richtig diesmal, komm. Hurensohn. Quenson. Der kam doch jetzt auch aus Südkorea oder so. Nein, Albaner, Albaner war der, schieber Ja. Albaner. Quenson. Wie süß er das gesagt hat. Quenson. Jo, ihr fahren. Abo, wie geht da? Wie geht's dir? Lang nichts mehr gehört. Weißt du Bescheid? Was Hast du hast aber heute warst ganz schön viele Fans hier. du im Dschihad und in Zwischenzeit oder warum muss ich Bescheid wissen? Ja, ich war kurz in Mekka, Alhamdulillah. Alhamdulillah, im Dschihad. Und wie viel Kuffar hast du erledigt? Erzähl mal. Keine Kuffars, wir töten keine Menschen, mein Lieber. Ach so, hast du letztes Mal hast du gesagt, du würdest dich sogar am Dschihad gegen Deutschland beteiligen. Ich habe sogar alles Aufnahme, dass du gesagt hast, du würdest dich am Dschihad gegen Deutschland beteiligen. Jetzt sagst du, wir töten keine Kuffar. Boah, jetzt hör ich die Klappe, du bist nicht mehr da. Rein und raus, komm noch. Geh raus und komm, dann hole ich dich wieder rein. Ey, ich habe die Aufnahme, wie Abu Vegeta sagt, er würde sich am Dschihad gegen Deutschland beteiligen. Ja, das hatte ich auch noch mitbekommen. Ja, jetzt sagt er, wir töten keine. Tja. Irfan, das war, du weißt ja, das war das Thema, wie ist es, wenn ein Krieg jetzt herrschen würde, in Ja. Ausnahmefällen zum Beispiel, in Kriegssituationen. Ja, und in Kriegssituationen hast du gesagt, würdest du dich am Dschihad gegen Deutschland beteiligen? Das meine ich, sage ich doch. Das ist die Pflicht jedes Muslims, sich zu beteiligen. Wenn es Siehst um du? das Recht geht der Muslime zum Beispiel. Siehst du, Abu Vegeta ruft zum Dschihad gegen Deutschland gerade auf. Nein, 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 stopp, stopp. Ich Was rufe nicht zum Dschihad gegen Deutschland auf. Hör auf damit, Irfan. Wisst ihr, hast du was denn ich für eine meine? Staatsangehörigkeit, Abo? Ich bin hier geboren, ich habe deutschen Pass. Alemanni. Hast deutschen Pass und würdest gegen Deutschland kämpfen? Nee, habe ich Klar. nicht gesagt. Was ist denn dein Problem mit diesem Islam, Ponykotz? Also mit Aus dem gleichen, also ich habe genau das gleiche Problem damit, was Irfan auch hat. Ja, man hört dich nicht, du hast dich gestummt. Boah, irgendwie wird das echt träge jetzt, ey. Technische Probleme, ja. Danke, Juliano. Jo, was geht, was geht? Guten Nix geht. Abend. Es geht. Also meine Frage hiervon wäre eigentlich, was wäre denn deine Lösung oder dein Lösungsansatz für die Problematik, die du hast? 80% der Moslems ungefähr abschieben. Was wäre das in Deutschland, also ich bin aus Österreich, was wäre das, 10 Millionen, sowas? Also es gibt 15 Millionen Moslems, sagst du. Na, ich weiß nicht, ich komme aus Österreich, ich kenne mich in Deutschland nicht so gut aus. Ja, in Österreich ist ja dasselbe Problem. Ja, aber wir haben 8 Millionen, also knapp 9 Millionen Einwohner. Ja, ist ja egal, Millionen oder hunderte Millionen oder ein paar Zehntausend, es geht ja darum, immer gemessen an der Bevölkerung. Ja, Ja, aber es gemessen an macht halt der praktisch einen Bevölkerung. Unterschied. Was? Praktisch macht es halt einen Unterschied.
Ja, aber ist doch alles, ist doch vollkommen egal, darum geht's doch jetzt nicht, oder? Ja, Was wäre denn dein Lösungsansatz? alle Leute, die, alle Moslems, die sich nicht, die nicht ins Land passen, einfach abschieben. Fertig. Aber woran würdest du das denn zum Beispiel festmachen, Irfan, ob die ins Land passen oder nicht? Ja, das ist dann Aufgabe des Staates. Ich meine, man kann natürlich, schau, es gibt da natürlich mehrere Phasen. So, zum Beispiel jetzt Leute, die jetzt schon kriminell geworden sind, da hat sich's schon erledigt. Leute, die ausreisepflichtig sind, Leute, die eine radikale muslimische Gesinnung haben. Und so sortiert man aus. Man verbietet den politischen Islam und erst braucht man ein Verbotsgesetz. Und wenn man dieses Gesetz hat, dann kann man auch die identifizieren, die darunter fallen, die darunter fallen. Und dementsprechend geht man dann rechtsstaatlich vor. Ich würde das auch so wirklich ernsthaft so machen, dass ich die wirklich dass sie halt wirklich fragen würde, steht für dich die Scharia ganz oben oder das Grundgesetz? Und wenn die Scharia sagen, dann Abflug. Genau, das ist zum Beispiel Ja. eine entscheidende Frage, sowas. Wer sich gegen das Land stellt oder wer eine andere Gesetzgebung befürwortet und somit staatsfeindlich ist oder dem Volk feindlich gesinnt, der hat einfach das Recht, hier zu leben und alle Vorteile zu genießen, selbst verwirkt. Und jeder Moslem hat ja die Wahl. Man muss ja nicht die Scharia befürworten und sowas. Man kann sich ja auch anpassen, zum Beispiel. Ja, Ja. Aber das aber. sind dann halt so Leute wie Abu, der eben hier drin war. Ne? Ich meine, mag von mir aus ein netter Kerl Ja, sein, keine aber Ahnung, ich warte mal, kenne ihn jetzt Abu, nicht, schau mal, aber das wäre für mich. Abu ist ehrlich. Schau mal, Abu ist ehrlich. Er ist Marokkaner, lebt in Deutschland, alles gut, jetzt hat er noch Frieden, aber er sagt, es ist die Pflicht jeden Moslems, wenn es zum Kampf kommt, dass er sich dann am Dschihad gegen Deutschland beteiligt. Er sagt es offen. Und währenddessen lebt er in diesem Land. Wenn es aber zum Kriegsfall kommt, dann wird er aktiv und beteiligt sich am Krieg gegen dieses Land. Und deswegen sage ich, hallo, wieso sollen wir Millionen von Leuten, die uns feindlich gesinnt sind, die hier in Lauerstellung darauf warten, wann es losgeht, um dann zuzuschlagen, warum sollen wir die überhaupt im Land belassen? Die können Ja, doch richtig, gleich genau. Und vor allem vorbeugen, finde ich diese hier. Argumentation auch immer so geil, ne? Weil die dann ja auch regelmäßig immer sagen, ja gut, das ist ja in Deutschland an sich, akzeptiere ich auch nicht, weil das Land gehört ja Allah. Also gibt es ja Deutschland so gesehen gar nicht. Das habe ich schon so oft gehört von denen. Genau. Ja, Home. Bist du noch da? Ja, nee, ja, das war's eigentlich, also das war meine Frage. Alles klar. Ja, danke. Ciao. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, ey. Ja, machen noch ein paar und dann reicht es dir. Aber noch, aber was würdest du denn dann zum Beispiel auch machen, Irfan? Vorhin ging es ja, ach, hi Peter. Vorhin ging es ja auch darum, da hast du ja auch gesagt und unterstreiche genauso, dass du halt Leute, die halt ausreisepflichtig sind, halt wirklich abschieben würdest und das sofort. Würde ich genauso machen. Wie würdest du denn mit den Leuten umgehen, die keinen Pass haben, die den an der Grenze weggeschmissen haben und die trotzdem ins Land gelassen wurden? Wohin willst du die Ja, abschieben? man kann trotzdem prüfen, woher sie kommen. Ja, zum Beispiel jetzt allein schon anhand der Sprache. Du kannst ganz klar identifizieren, ob der jetzt Syrer ist oder Algerier oder sonst irgendwas. Und wenn man das mit einiger Sicherheit festgestellt hat, dann braucht es natürlich Abkommen mit den Herkunftsländern, von Nordafrika, also hauptsächlich natürlich Nordafrika, Syrien, Afghanistan, Irak, ja, Abkommen mit den Herkunftsländern. Notfalls muss man halt da auch ein bisschen Druck ausüben auf die Herkunftsländer, weil wir Ja. sind ja nicht von denen abhängig, sondern die von uns. Die kriegen ja Geld von uns, nicht wir von denen. Von denen kriegen wir nur Müll. Ja, aber wir zahlen und bezahlen und finanzieren sie und da Druck machen, dass diese Länder verpflichtet sind, ihre Leute zurückzunehmen. Ja. Und zum Beispiel jetzt auch bei den Abu, nee, nicht Abu Chakas, bei den Remus, glaube ich, oder Al-Zain, glaube ich, bei Al-Zain-Clan. Die haben auch ihre Pässe weg und falsche Identitäten und dafür gibt es ja Auslandsnachrichtendienste und so weiter und Sicherheitsbehörden, die das dann auch geschafft haben, den seine wahre Identität im Libanon herauszufinden und dort ihn dann einen Pass besorgt haben und dann die Grundlage hatten, wodurch sie ihn abschieben konnten. Also man, das geht, das funktioniert alles schon, wenn man will, aber
die Regierung, die Politik. Ich finde zum Beispiel auch dieses Modell, was, glaube ich, England gerade fährt, auch gar nicht so schlecht. Die haben ja ein Abkommen, glaube ich, mit Ruanda, ne? Dass sie da ja Leute, die halt nicht klar identifizierbar sind oder wo nicht ganz klar ist, welche Staatsangehörigkeit die haben, dass sie halt wirklich Ruanda Geld geben und die schicken die Leute dahin. Genau, notfalls in ein Drittland. Weil, wie gesagt, schau, egal wie, man findet für alles eine Lösung. Wichtig ist und an erster Stelle Sicherheit der Bevölkerung und Bewahrung der Souveränität, der nationalen Grenzen, des Staatsgebietes. Das steht an erster Stelle. Und für alles andere, ob die von mir aus nach Ruanda kommen oder da oder dort, das ist absolut zweitrangig. Wichtig ist, dass die eigene Bevölkerung geschützt wird, dass die Grenzen geschützt werden, dass der Staat souverän auf eigenem Staatsgebiet handelt. Und das geht an erster Stelle. Und für alles andere, wie man das jetzt dann konkret umsetzt und so weiter, das ist eher zweitrangig. Dafür findet man auch eine Lösung. Ja. Gut, ich würde dann offline gehen. Ich glaube, jetzt ist so langsam 12 Uhr. Alles klar. Ja, es geht danke auch. Dir, Kotze, gell? Immer wieder bereichernd, wenn du in den Livestream kommst. Ja, gerne. Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao, ciao euch. Ciao. Ja, danke Petra. Danke an die anderen. Ja, ich denke, das war genug für heute. Ja, man soll ja auch nichts übertreiben. Also ich habe schon noch Energie, aber wenn man merkt, dass dann nur noch seltsame Leute reinkommen. Danke, Juliano. Vielen Dank. Dann Premium, vielen Dank Premium. Dann, ja, Mel Green, vielen Dank. FTM, vielen Dank. Ja, war sehr, sehr gut heute. Ich habe mich revanchiert bei W. Gerald. Ja, gestern hatte ich ja verloren bei ihm bei Matches. Heute habe ich 10-1, dank der Unterstützer gewonnen. Und Turbo Frank, vielen Dank Turbo Frank. Ich habe dich reingeholt, aber du warst pausiert. Bei dir hat es pausiert, als du drin warst. Ich habe dich eh vorhin reingeholt. Und ja, die Diskussionen waren natürlich auch sehr interessant, wie immer. Moslems, die reinkommen, nur beleidigen und ihr asoziales Verhalten preisgeben. Ein paar ganz, ganz schlaue, die waren ganz, ganz schlaue Klugscheißer, die denken, sie hätten Argumente. Vielen, vielen Dank, Lilian. Danke, danke, Lilian. Und ein paar Diskussionen waren ja auch ganz interessant. Also Leute, Stream liken. Was ist heute? Sonntag. Morgen wichtig. Wichtiger Termin morgen. Morgen wichtiger Termin. Um 22 Uhr gegen Alim Hamza. Diskussion. Er ist ja muslimischer Prediger. Er ist muslimischer Prediger und morgen gibt es eine Diskussion. 22 Uhr. Ich werde es morgen auch nochmal auf Telegram ankündigen. Ja, ich mache Ankündigung. Ich mache auf YouTube Ankündigung. Ich meine, das mit Wegerheit und so, das machen wir ja so jetzt mittlerweile alle paar Tage. Aber gegen ihn, das wird sehr, sehr interessant. Und morgen dann Diskussion, danke es, morgen dann Diskussion mit Alim Hamza, muslimischer Prediger aus Bonn. Und dort werden wir dann so diskutieren, ich aus meinem Standpunkt heraus oder beziehungsweise unseren Standpunkt heraus und er aus islamischer Sicht. Danke Juliano, bester Mann Juliano. Diskussion wird auf TikTok sein, nicht auf YouTube. Aber diese TikTok-Livestreams, danke Yusuf, TikTok-Livestreams werden aufgezeichnet und die Aufzeichnung werde ich dann, danke Yusuf, Aufzeichnung werde ich auf YouTube hochladen. Das heißt, ihr könnt entweder TikTok installieren und dann einfach auf TikTok zuschauen oder ich glaube, ihr müsst nicht mal TikTok installieren, man kann auch über Browser schauen, ohne registriert zu sein. Könnt ihr die Diskussion verfolgen und dann wird es die Tage auf, vielen, vielen Dank Jenny, dann wird es die Tage auf YouTube hochgeladen, die Diskussion mit Alim Hamza. Auf Sie, vielen Dank. Also morgen wichtig, morgen auf gar keinen Fall verpassen, unbedingt dabei sein. Unbedingt dabei sein morgen in Diskussion gegen Alim Hamza.
Er hat auch sehr, sehr viele Follower. Ich glaube, er hat auch so, danke FDM, er hat auch viel, ich glaube, 16.000 Abonnenten oder sowas. Er ist oft live gegangen, auch mit Arafat Abou-Chaka und mit Barello und mit ganz, ganz Bekannten ist er live gegangen. Muslimischer Prediger ist er, Imam in Moschee. Hat doch viel islamisches Wissen. Vielen, vielen Dank, Juliano, vielen Dank, Afsi. Er hat schon ordentlich Wissen, also das wird morgen schon anstrengende Diskussion. Daher wichtig, dass morgen Support da ist, dass ihr morgen erscheint, live seid, unterstützt, stream, liked, teilt und so weiter. Morgen müssen wir ein paar Rekorde brechen, ja, dass wir morgen ein paar Rekorde brechen. Auf TikTok, genau, 22 Uhr morgen auf TikTok. Ankündigung kommt morgen auf YouTube, Telegram, Twitter. Vielen Dank, Lose. Und das wird eine gute Sache morgen. Alles klar. Danke, Lose. Dann beende ich für heute. Vielen Dank euch allen. Danke, Petra. Euch allen eine sehr, sehr gut, eine wunderschöne Nacht. Gute Nacht. Erholt euch. Und vielen, vielen Dank vor allem an die Unterstützer. Danke Youssef, danke an Yeshua und Jenny und Petra und all die anderen Unterstützer. Vielen, vielen Dank euch. Und bis morgen 22 Uhr, Diskussion mit allem Hamza unbedingt einschalten. Danke euch, gut.